Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Am nächsten Morgen müssen wir erst einmal tanken. Zu meiner Überraschung gibt es hier eine BP und keine Totaltankstelle wie sonst überall in Frankreich. So kann ich meine BP-Karte mal wieder nutzen, um beide Flugzeuge vollzutanken. Es ist zwar Abgas, aber gut, das geht jetzt halt nicht anders. Und das ist die Route des anderthalbstündigen Fluges nach Calais. Mit etwas Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass der dortige Tower nicht besetzt ist, obwohl relativ viel Verkehr herrscht am Platz und außerdem auch noch Fallschirmsprungbetrieb ist. Aber dieser Flug ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch der Anflug mehrerer Flugzeuge gleichzeitig auch zwischen Piloten gemanagt werden kann. Sogar, wie in diesem Fall, zwischen grob unterschiedlich schnellen Flugzeugen. Ich bitte um Nachsicht für die schlechte Qualität der Funkaufzeichnung. Ich weiß bis heute nicht genau, woran das lag. Sieht man einmal von der Überquerung der Seine und später der Somme ab, war der Flug landschaftlich gesehen eher langweilig. Ganz anders dann später der Anflug auf Calais. Der Tower ist wie gesagt nicht besetzt, die Piloten müssen sich selbst helfen, ihre jeweiligen Positionen melden und den Anflug absprechen. Als wir ankommen, sind drei Flugzeuge im Anflug. Eine britische Cessna als erste, Nummer 2 entpuppt sich als ein französischer motorisierter Gleitschirm und dann wir als Nummer 3. Außerdem befindet sich eine Fallschirmspringer-Absetzmaschine in der Luft. Eine solche Situation ist in Deutschland bisweilen gar nicht so einfach, weil sich viele Piloten auf den Flugleiter verlassen. Hier in Frankreich ist es aber normal, dass der Tower nicht besetzt ist. Und das merkt man auch. Alle Piloten kontrollieren ihre jeweiligen Abstände. Ich nehme einfach etwas Gas heraus und verlängere nochmals den Gegenanflug ein wenig, als wir sehen, dass sich vor uns ein Drachen befindet. Den möchte ich auch nur sehr ungern vorn im Propeller haben. Auf diese Weise war das ein ganz spannender Anflug. Hast du die Runway mitgekriegt? Nein, habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. So. Sind die ganzen Windmühlen, wenn man sie braucht? Ja, hier gibt's keine mehr. Nee. Hätte mal, wäre mal interessant für die Windrichtung gewesen. Charlie, bonjour, Golf Mike Oscar, Oscar 6, Rinty, inbound to your airfield. Auf jeden Fall müssen wir auf der 2-4 runter, das ist der, hat er gerade gesagt. Ja. Da ist der auch runter, hier dieser Brite da. Okay. Und deswegen passt das ganz gut. Wir gehen so rum und dann von da in den Querflug. Ah, genau.
vorne, das sieht schon aus nach Strand und ja, genau. Cali traffic, Golf Kilo Sierra, Zakiki 24. Cali traffic, Golf Kilo Tango, just join inbound wind 424. Traffic inbound to Cali, do 24 right. Cali traffic, Golf Kilo Tango, is final 24. Cali traffic, sagt er. Okay. Ich sehe ihn sogar. Final 24. Dann ist da gar niemand, oder? Könnte sein. Information, bonjour, le Romain, il y a la côte en retour pour une base main droite 24. Yeah. Golf Charlie, Oscar Romeo with the taxiing for holding point runway 24. Golf driver, Rudolph Pointer up, port is quattro. Alle Information, good morning and bonjour, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Type of Aircraft CT, VFR from Saint-Sure, 3 miles east of your airfield for landing. Next report, right base, land, runway 24. Kilo Tango, vacation 24. Good one, Mike Echo, Lightning, yeah. And taking off from runway 24. Bild haben wir nichts hier. Nee, aber ich hab hier noch was. Was? Also noch zwei Flieger mit dem Circle, aber 5 Meilen weg sind sie noch. Die stehen, von uns. Die stehen auf Platz. Nee, die sind höher als wir. Ich rate Golf Boskovic für same location. Sounds deep there, you just join downwind right for 24. Yeah, have the official, you want to join first, passing the wing. Front Mexico, initial climb, runway 24. Traffic Golf in November, joining downwind behind Golf, passing off the picture. Just a visual on initial climb. Front Mexico. Calais traffic, Golf Mike Oscar, Oscar Victor, Montagne, pour le 24 à droite. Calais traffic. Verstanden? Also an einem Recht. Golf im Traffic in November von Calais, pour Pris de Cat. Nix denn jetzt da nicht hin? Weil der Einflug von unten von Norden ist. Ach. Ja. Da sind doch die beiden Flieger. Ja, die habe ich ja hier. Die sind ja quasi hinter uns. Nee, die sind vor uns. Okay. Aber dann zeigt der falsch an hier. Da sind die. Okay. Ganz bisschen höher. Dann da ein, dann sind hier Number 3. Bisschen raus. Einen sehe ich, glaube ich. Da, der biegt jetzt in den queren Flug, siehst du? Okay, they, yep. Golf Romeo Whiskey penetrate the zone 4. Romeo Whiskey lining up 2-4. And Golf Romeo Whiskey, the car is the Quattro, taking off runway 2-4. It's an over. Hello, traffic, Golf Whiskey to send final 2-4. Contact 1 on. Okay, and this is Delta Mike Echo Mike Zulu. I have number 1 and number 2 inside, and right now number 3 for landing 24. Golf in November, it's up to bus, so please do touch. Ach, guck mal an, was das ist. Ja, wollte gerade sagen, mach mal nicht so schnell. Nee, genau. Liegt wahrscheinlich keine 80. Delta Mike Echo Mike Zulu en vent arrière 20. Quatre, right base, runway 24, number 2. In November, finale for Pista Cat, final for 24, number 1. Siehst du? Nee. Der ist jetzt im Endanflug eingebogen gerade. Okay. Golf Oscar Victor, dann. Active vacated. Cali traffic. Ist da noch eine Schleife drehen? Ja, das geht wohl. Der ist viel zu langsam. Oh, so langsam ist er auch nicht. Ich bin ja noch im Gegenanflug, den kann ich ein bisschen verlängern. Wenn du den siehst auf der Piste, dann sag Bescheid. Ja. Ich verliere den jetzt gleich. Und dann drehe ich in den Queranflug. Doch, sehe ich. Ja, sehen auch.
bisschen langsamer könnte ich auch noch. Delta Mike, Echo Mike, Zulu, turning right base 24. Ja, jetzt ist er bei der Schwelle. Ja. Genau, so, können wir noch ein bisschen langsamer machen. And Calais Golf Romeo Whiskey, 14 in Zone, the leading of Zone to the south of Sonoma. Au revoir. Ist jetzt unten. Ja, der kann bestimmt da links rein. Ja. Genau. Macht er auch. Ja, wunderbar. Calais Traffic, Golf in November, vacate 24. Delta Mike Echo Mike Zulu, turning, final, runway 24. Ist doch cool. So muss das sein. Ein Engländer, ein Franzose und ein Deutscher. Und hat funktioniert. Völkerverständigung. Perfekt. Super. Wenn das alle richtig machen, ist das auch kein Problem. Super. Und immer schon nach Calais. Ich bin zweiten Exit, oder? Ja? Ja. Okay, we'll just do some calls then. Thank you. Ja, ja. Was ist der Plan? Trinken wir einen Kaffee oder was? Ja, da ist ja was offen, so wie es aussieht. Vielleicht können wir zwischen die zwei da, oder? Ja, genau. Hey, Traffic, Golf Whiskey Tango is downwind for 24 right now. Cali for information, dropping in 2 minutes, avoid over and off Cali, please. So, wir sind nun in Calais. Schon lange steht dieser Flugplatz auf meiner Nice-to-Have-Liste. Unglücklicherweise hatte der Mike mit seinem Vogel ein technisches Problem, weswegen er umdrehen und zunächst wieder nach Saint-Cyr zurückfliegen musste. Wir haben es erst wahrgenommen, als es zum Umkehren bereits zu spät war. Wir treffen uns dann später in Le Touquet.